Lass uns Internet Explorer auf seinem Laptop installieren. Und ihn so an der Arbeit hindern. Oh, wie viel? Wir haben den 8. September 2012. Tagesschlagzeilen. Zusätzliches Subjekt, Passwörter, falscher Alarm, Fallakte. Den hatten wir schon, oder? Das hatten wir schon. Falscher Alarm. Oh. Oh, was, hier wurde ja ganz schön viel geschrieben. Moment. Sie kennen Stimmen damit überein, dass es trauliche. Genau, das hatten wir, glaube ich, schon. Firmenpolitik, genau. Von. Jemand hat es geschafft, eine Haupt... Oh, ja. Anscheinend ist dieses Mal wirklich die Kacke am Dampfen. Jemand hat es geschafft, einen Haufen Dokumente aus den Studien zur Fluoridanreicherung öffentlich zu machen. Und jetzt wird die pharmazeutische Abteilung vom FBI untersucht. Sie haben den ganzen Laden zugemacht. Haben Sie gesehen, was in diesen Berichten stand? Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Die haben quasi eine ganze Stadt vergiftet. Oh. Wow, haben Sie die Nachrichten gesehen? Das wird Aktien sicher wieder einen Schlag verpassen. Sollen wir heute zum Mittagessen gehen? Nein. Und dann hat er anscheinend zurückgeschrieben, es geht um die Idioten aus der Pillenabteilung. Wir geben eine Pressemeldung zu dem Satelliten heraus. Wir sagen Ihnen, dass der Start bis zum 21. verschoben wird. 21.12. Damit wir die Übertragungsreichweite verbessern können, dann... Dann noch irgendwas über weniger Probleme mit den Verbindungen. Alles natürlich zum Wohle unserer Kunden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie das Benötigte besorgen. Und wow. Deshalb waren... Oh, es war ja auch eine Mail über den Start des Satelliten. Und so weiter und so fort. Hier in den Tagesschlagzeilen. Start des Iabstergo-Satelliten verschoben. Bis zum 21. Dezember. Oh, es fügt sich alles. Die wollen wahrscheinlich irgend so einen Edensplitter auf diesen Satelliten und dann die ganze Welt und oh mein Gott und oh mein Gott und oh mein Gott. Warren. Wenn dieser Kerl uns nicht geben kann, was wir brauchen, ist es an der Zeit, uns woanders umzusehen. Ich habe David aus der Personalabteilung ins CC gesetzt. Vielleicht kann ich Ihnen ein paar zusätzliche Testobjekte besorgen, falls Desmond in Rente geht. Wenn ich Sie daran erinnern muss, uns geht die Zeit aus. Dieser Mist mit den Fluoriden bedeutet, dass wir sehr genau beobachten werden. Wir müssen am 21. starten. Warten wir länger, riskieren wir, dass während der Ermittlungen alles eingefroren wird. Ich habe das Gefühl, dass uns keiner unserer Freunde aus DC hierbei helfen wird. Wir werden uns bei der nächsten Wahl um sie kümmern. Wir haben die DIA-Sache geklärt. Es gibt anscheinend so einen miesen Trittbrettfahrer, der New Groups und Webseiten mit seinen Geschichten zu Massenmord und Verschwörungstheorien versorgt. Woher bekommt er eigentlich die Informationen? Ihr Bericht sagte, dass die Projektabteilung alle getötet hat, bevor die Regierungscrews dort ankamen. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das so verbocken konnten. Vielleicht ist das Sean, der da alle versorgt? Egal, wir versuchen jetzt herauszufinden, wer zum Teufel er ist. Aber es scheint schwierig zu sein. Ich beginne mich zu fragen, ob er nicht Hilfe hat. Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freiem Fuß. Grundsätzlich reicht ja einer, aber das wussten sie ja bereits. Ich frage mich auch, ob das Fluoridleck tatsächlich ein internes Problem war. Und wenn es so war, haben wir es mit einem Maulwurf oder gar Schlimmerem zu tun. Oder Lucy? Okay, das sind jetzt alles hier wirklich noch zusätzliche Tagesschlagzeilen mexikanischer Batterie. Da will ich mich jetzt nicht mehr durchfühlen. Was mich interessiert, die gelöschten? Unbekannter Knopfzimmertür. Funktioniert nicht. Vielleicht ist Remote abgestürzt oder so. Können Sie schauen, was los ist? Habe keine Zeit für diesen Mist. Müssen wir das von oben lesen oder von unten? Ah, Konfzimmertür funktioniert nicht. Fauler Sack. Hallo Warren, der Passcode wurde gestern Nacht geändert. Das passiert einmal die Woche. Haben Sie den neuen? Nein, wie lautet der?
Ich bin dann mal ganz kurz im Konferenzraum. Oh, das ist interessant. Das müssten wir auch noch ganz kurz lesen. Warren, ich habe meinen Bericht zu Subjekt 16 abgeschlossen. Sie sollten sich das anschauen, sobald Sie Zeit haben. Ich denke, dass sich meine Befürchtungen bestätigen und wir es mit mehr Vorsicht behandeln müssen. Tun wir das nicht, wird es zu weiteren Zusammenbrüchen kommen. Ich werde nun alles kurz zusammenfassen, da Sie wahrscheinlich viel zu tun haben. Eine längere Dauer im Animus führt zu einem Blutungseffekt in der genetischen Struktur von Subjekt 16. Das Ergebnis war eine Vermischung von genetischer und tatsächlicher Erinnerung. Er war nicht mehr fähig, sein eigenes Leben von dem seiner Vorfahren zu trennen, wie man an dem Vorfall in dem Raum sehen konnte. Ich glaube, dass dieser Effekt bestimmten Formen von gespaltener Persönlichkeit oder Wahnvorstellungen ähnlich ist. Menschen, die behaupten, von ihren früheren Leben zu wissen oder andere Personen in sich spüren, erleben wahrscheinlich eine natürliche Version dieses Blutungseffekts. Obwohl sich die Symptome von Subjekt zu Subjekt unterscheiden werden, ist das Endergebnis immer das gleiche. Sie verlieren den Verstand. Und hier meine Vermutung zu dem, was mit Subjekt 16 passiert ist. Einer seiner Vorfahren scheint in einen wichtigen... Moment... einen wichtigen Vorfall im antiken Nahen Osten verwickelt gewesen zu sein. Die Schriften an den Wänden, die er hinterließ, widerstehen jeder konventionellen Erklärung, obwohl ich noch nicht aufgeben möchte. Auf Ihre Bitte hin habe ich einen Linguisten und Historiker damit beauftragt, diese weiter zu untersuchen, falls sie doch von Wichtigkeit sein sollten. Ich informiere Sie, falls wir etwas mitgeteilt bekommen. Deshalb sind die asiatisch. Oh, verstehe. Cool. Ich besorge Ihnen eine komplette Version des Berichtes, damit Sie meine Befunde untersuchen können, sobald Sie die Zeit haben. Ich weiß, dass es Ihnen nicht so wichtig ist, Warren, aber es würde mir viel bedeuten, wenn Sie es sich nur einmal ansehen und kurz darüber nachdenken. Wir dürfen Sie nicht so sehr unter Druck setzen. Wir dürfen Sie nicht töten. Aus einer rein praktischen Perspektive gibt es sowieso keinen Grund, die Subjekte zu zerstören. Sind die Subjekte tot, ist Ihr Wissen für immer verloren und wir wissen beide, wie gefährlich das sein kann. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Die hat er gleich gelöscht, der Sack. Geschrieben hat er nicht viel. Wow. Schauen wir mal, ob wir den Konferenzraum noch betreten können. Auch ganz interessant. Es gibt ja auch Assassin's Creed, einen Comic zur Desmond-Geschichte. Und da ist ja wirklich der Raum, in den er kommt, also der da hinten, voll mit Blut. Weil sich da wirklich Subjekt 16 anscheinend selbst aufgeschlitzt hat und dann an die Tür und was nicht alles. Aber cool, dass du dir den Code merken konntest, Desmond. Ich konnte es nicht. Cool. Sind wir auch mal hier drin. Kann ich jetzt abhauen? Kann ich hier irgendwas machen? Oder kann ich hier nur rumlaufen? Kann ich den Raum einfach nur betreten? Laptop! Hier noch was? Hier noch irgendein Buch? Von wem war das denn jetzt der Laptop? Aber cool, dass wir jetzt am Ende noch den Ding hier. Projektleitung 9. Oh. Natürlich hat er ein schwarzes Bild. Schauen wir mal, wie viel das ist. Ach du Heilige. Ich werde das jetzt auch noch vorlesen. Wir sind am Schluss, wir haben nicht mehr zu tun. Ich lese das jetzt vor. Ich finde das jetzt interessant. Von Alan Rickin, eine Analyse an Warren Widdick. Die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahmen der Subjekte 12 bis 16 abgeschlossen. Während der Edensplitter unsere Priorität bleibt, müssen wir alle damit fortfahren, die verbleibenden Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass Sie dafür Verständnis haben. Obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir uns trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind vor seiner Wirkung. Die wollen wirklich mit dem Satellit den Apfel, alle Menschen kontrollieren und so, ja. Na gut, das könnten Sie auch durch Satellitenfernsehen, Menschheitsmassenverdummung und so.
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten und geben Sie uns dann Ihr Feedback. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung. Warum haben wir das dann eigentlich nicht bei Warren gefunden? Oder hat er das noch nicht abgeschickt? Das hat er, glaube ich, noch nicht abgeschickt. Edensplitter Nummer 3. Wir applaudieren Ihre fortlaufenden Bemühungen, nach dem Verlust von Nummer 2 im DIA-Satellitenunfall ein alternatives Artefakt zu lokalisieren. Wir verstehen, dass Subjekt 17 Probleme hat, sich an den Animus zu gewöhnen, was zu Verzögerung führt. Als Ergebnis schätzen wir weitere 24 Stunden bis zum nächsten kritischen Update. In der Zwischenzeit bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in den Alarmzustand. Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie die zusätzlich benötigten Infos besorgen können. Er weiß, wo die anderen Objekte sind, auch wenn er es nicht realisiert. Sie müssen die finale Erinnerung freischalten oder alles war umsonst. Okay, wir sind also Subjekt 17 gewesen als Desmond, nehme ich mal an. Zweitens, Philadelphia-Projekt. Das könnte jetzt Philadelphia eventuell mit 16 zusammenhängen? Ich weiß es nicht. Daten, die wir vom Animus-Subjekt 12... Oh, 12... Ja, haha. Die hatten ganz schön viele Subjekte. Aber cool, dass man als Desmond nicht das einzige Subjekt ist, also halt ein besonderes, das besondere Erinnerungen hat, aber dass die davor auch alle schon irgendwie so... Wow! Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass man in Revelations was über die anderen Subjekte erfährt. Okay. Daten, die wir vom Animus-Subjekt 12 erhalten haben, zeigt, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert hat. Es ist unklar, ob die Zeitlinie mit unserer übereinstimmt oder parallel verläuft. Was? Obwohl wir genug Daten retten konnten, um das originale, im Experiment verwendete Artefakt zu rekonstruieren und reparieren, hat sich die Verwaltung unter Benutzung paradoxer Bedenken geweigert, das Projekt voranzutreiben. Die Firmenregel bleibt aber bestehen. Alle Objekte, die bewiesenermaßen die Zeit manipulieren oder beeinflussen, müssen erhalten werden. Das Artefakt wird in ein sicheres Lager verbracht. Also haben Sie schon eins? Tunguska-Zwischenfall. Mittlerweile wird angenommen, dass dies das Ergebnis eines Angriffs der Assassinen war. Forschungsstation zerstört, genau wie Artefakt. Yes! Die Geräte zur Erzeugung von alternierenden Wellen wurden im Lager gefunden, aber wir haben zurzeit nicht genügend Daten, um die Forschung zu beginnen. Ahnenforschung und Personalabteilung sollten versuchen, die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs zu finden. Entweder Assassinen oder Bruderschaft. Um die Forschung fortsetzen zu können. Die Wiederbelebung dieser besonderen Technologie wird uns nach der Aktivierung des Satelliten enorm helfen. Wir stellen derzeit Teams zusammen, um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Okay, Moment mal. Da muss ich jetzt zugeben, dass ich keine Ahnung habe. Meine Vermutung wäre, dass es vielleicht mit Desmonds Familie noch zusammenhängt, aber das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Na gut, schauen wir mal weiter. Der Gral. Wir entfernten den Gral von unserer Zielliste. Es gibt nicht genug Beweise, um seine Existenz zu bestätigen. Die aktuelle Untersuchung von Subjekt 17 deutet an, dass alle Artefakte außer dem Edensplitter, die sich auf Christus beziehen, fiktional sind oder vom Edensplitter stammen. Auch wenn das Objekt real ist, wäre sein Nutzen für uns marginal. Unsere Kräfte konzentrieren wir besser auf andere Dinge. Ah, der Heilige Gral, den hatten sie also auch für ein Edensplitterstück gehalten, haben diesen aber aufgegeben. Interessant. Da dachte ich mir eigentlich eh immer, dass sie den irgendwie noch mit einbauen wollen. Aber gute Erklärung, warum sie das nicht tun. Okay. Mitchell Hedges Kommunikatoren. Die Analyse dieser Objekte ist beendet. Die gute Nachricht ist, sie funktionieren. Als Ergebnis verfügen wir nun über einen sicheren Kommunikationskanal, den wir nach dem Start benutzen können. Trotzdem sind sie in der Anzahl stark begrenzt und so können wir sie nur unserer wichtigsten Abteilung zur Verfügung stellen. Sie werden ihre natürlich behalten können. Warren, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass die Sache mit Subjekt 17 zu Ende gebracht wird. Natürlich sind wir erleichtert, dass sie der Zielerinnerung näher kommen.
aber Sie müssen sich trotzdem beeilen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, hängt von der Auffindung dieser Orte ab. Ohne Sie haben wir nichts. Möge der Vater des Verstehens Sie zum Erfolg führen. Alan Rickin. Wow. Okay, ich nehme mal an, hier in dem Raum war nur der Computer. Und wir können hier jetzt nicht mehr weiter. Nee, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ausgucken kann ich auch nicht. Wow, jetzt noch mit so viel Infos zugeballert am Schluss. Mir explodiert gleich das Hirn. Das Schöne daran ist, wir können uns wieder in den Animus begeben, um weitere kleine Missionen zu machen. Ah, doch, ich dachte gerade, die Handtücher wären weg. Schock mich. Kann ich mich nochmal ins Bett legen? Nein? Bitte? Oh, ich kann mich noch nicht mal mehr ins Bett legen. Nun gut, da würde ich sagen, wir sind fertig mit Assassin's Creed. Für alle diejenigen, die jetzt gleich sagen, sie wollen weiterschauen, es wird natürlich noch Special-Folgen geben. Es wird Assassin's Creed 2, die komplette Reihe gespielt, also 2 Brotherhood und Revelations. 2 habe ich schon angefangen, wird auch mal wieder wie immer als Videoantwort unten zu finden sein zu den Specials. Nachdem Assassin's Creed 1 hier beendet ist, wird Assassin's Creed 3 starten. Desmond, nicht einschlafen! Okay, der arme Kerl ist fertig, genauso wie ich. Das war jetzt einfach zu viel Information am Schluss. Mir hat das Let's Play Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Wir sehen uns in den Specials und in einem anderen Let's Play. Ich sage auf Wiedersehen. Tschüssi!